Twitch läuft jetzt auch. Gut. Jo. Muss einschränken, dass der Seribot mal die Schnauzen hält. Okay. Ich weiß nicht, was ich für ein Overlay nehmen soll. Was soll ich denn für ein Overlay nehmen? Ach nee, stimmt, der schwarze Bildschirm macht ja beste Views. Muss ich halt mal das ganz normale PC-Overlay nehmen. TikTok ist klar. Da gibt es nicht viel Auswahl. Auch zum Glück ist relativ... Moment, ganz kurz. TikTok, ihr werdet euch jetzt wundern, aber ich stelle mich mal ganz kurz noch mal ein bisschen runter. Das sah mit der Linie komisch aus. Ah, jetzt wird's gehen. So. Oh, geil. Also, es sieht man jetzt vielleicht nicht. Bei TikTok wird's man vielleicht nicht sehen, aber wir spielen jetzt ein Indie-Game. Ein relativ unbekanntes. Wieder mal. Was wir ja immer antesten. Was ja meistens über Freitagsabend eben so ist, unser Projekt. Hi, Bolt, dass wir halt immer Indie-Games, Horror-Games, beziehungsweise also entweder Horror-Games oder Mystery-Games oder Rätsel-Games immer anzocken. Anzocken oder durchspielen. Manchmal ein paar Stunden, manchmal ein bisschen in die Nacht rein. Kommt auf das Spiel drauf an. Und wir spielen jetzt das Indie-Game The Timeless Child. Soll ein oder ist ein Koop kostenloses, jedenfalls der Prolog. Wir spielen jetzt gerade den Prolog. Die Fortsetzung von dem Spiel kostet erstmal 2 Euro irgendwas, habe ich erstmal gesehen. Ich weiß nicht, ob es so mehrere Fortsetzungen gibt. Soweit habe ich jetzt erstmal nicht geguckt. Aber Prolog ist kostenlos, kann man erstmal antesten, das Spiel. Und ist auch Koop, ist ein Koop-Rätselspiel. Ich weiß weitere Elemente, aber das werde ich erstmal nicht verraten. Das wird man schon sehen. Ich habe das Jessie auch schon gesagt vor Wochen. Bestimmt würde sie mich nicht mehr dran erinnern. Ich hatte Nameless Cat. Ist das ein Game, was ich auch noch nicht kenne? So. Ganz kurz nochmal alles überprüfen hier von mir. Ein Handy-Game, achso. Oh, kann sein, dass Twitch nicht richtig überträgt. Ich habe gerade einen roten Ausschlag. Was sagt OBS an sich? Eigentlich gut. Grün, alle, eigentlich alles gut. Kann sein, dass es nicht normal ist. Ist das bei euch alles normal? Twitch funktioniert einfach frei. Okay, gut, dann zeigt er mir, hat er mir gerade bloß einen roten Anzeigefehler. Dann ist doch schön. Okay, also. Ich starte mal und mach mal einen Raum. Raumname. Dann mache ich mal wieder mich, damit du mich einfacher findest. Oh, gehen ja bloß Großbuchstaben. Ja, gehen bloß Großbuchstaben. Passwort, wie immer, weißt du ja. Oh, man kann zwischen zwei Charakteren. Ja, man kann zwischen zwei Charakteren aussuchen. Willst du der bärtige Mann sein oder willst du das kleine rotkäppchenartige Mädchen sein? Ich will der Pedro sein. Alter, Junge. So, Buchspuzzle. Kann sein, dass das die nächsten weiteren Spiele sind. Und das der Prolog. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, was das oben rechts ist. Weder auf TikTok noch auf Twitch sieht man das, aber oben rechts ist so gezeichnet eine Diskette. Und da steht 0 von 2. Keine Ahnung. So. Und mal in Wyatt. Ich kann dich auch direkt so einladen über Steam. Hast du was bekommen? Nee, ich komme so. Freue mich auf morgen. Wieso? Wieso doch mal bald? Wochenende, ach so. Ja, ist ja ab jetzt schon. Also ist ja ab Freitagabend schon. Wochenende. Sag mal, wie heißt denn Kyler Flair auf Twitch? Oder sieht er mich überhaupt? Oder World, keine Ahnung.
Na, Boltwold schreibt gerade mit mir. Ich weiß nicht mehr, wer nochmal Kyler war. Ach so, Kyler, du warst das. Okay, gut. Schreib aber nicht, wo du jetzt bist und in welcher Stadt wir sind. Ich habe sowieso mein Impressum rausgenommen, weil ich habe rausgefunden, ich bin... Also ich habe mich informiert und ich nehme keine Einnahmen ein und dadurch muss ich kein Impressum führen. Dementsprechend ist es wieder ein Geheimnis, wo ich wohne. Habe ich auch bis jetzt in keinem Stream, in keinem Video bis jetzt eigentlich erwähnt. Ah, ja, du bist ja schon da. Es ist nur gefährlich, wenn mal irgendwelche Wellen kommen oder Hate-Raids oder so, dass ich da nicht mit betroffen werde. Du bleibst unbesiegt, ja? Nee, es kann jederzeit passieren. Auch mich kann es treffen. Jeden kann es treffen. So, aber ich habe eigentlich einen Bot dagegen. Also ich habe einen Bot dagegen. Ich habe irgendwie immer Schutz dagegen. Ich bin ready, du musst ready machen. So, ich weiß noch nicht mal, ob ich das überhaupt mit... also Kyler, ich freue mich auch schon morgen. Ich freue mich richtig. Also wenn es nach mir gehen würde, ich würde morgens früh um 6 aufstehen. Und direkt zocken. Monster Danau. Aber ich weiß nicht, wie du kannst, willst, machst. Ah, Achievement, play with a friend. wir müssen lernen, unsere Wörter zu benutzen. Alter. Ich wollte lesen. Thank you. Bitteschön. You were talking about February 2nd. Go on. Okay. I just finished the 2nd Februar. Someone called my number just before I went back to the office. She was a woman. A wolf under the property, a mansion a few miles away from Atlanta. She specified that she wanted exclusively my help. Didn't it seem like an unusual request? I am the best hunter in the state. Not uncommon to ask for me. I mean, do you often deal with wolves here in Georgia? No, not really. Can we go on? Go on. After about 2 hours, I was standing in front of the entrance door of the villa. I tried to knock, but without result. I thought about breaking down the door and going inside. Maybe the wolf started lunch without expecting me. Or maybe someone was making fun of my time. In any case, it was no longer necessary. What do you mean? I saw the door opening in front of me. Nothing strange, I would think. Of course, except... that when I went inside, the hall was deserted. I noticed the phone on a small table near the entrance. That thing didn't stop ringing. That was the first time I heard another's voice. Do you mean Miss Wells? She thought I was her father. I asked if her parents were home, but she told me that she hadn't seen her father in years, and that her mother was dead. No parents, no rewards. I had no reason to stay. I was about to leave when I saw something moving in the dining room. Are you talking about the wolf? There was no wolf. I've never seen such a beast. I went to the dining room and took my rifle out of the holster. I shot my whole magazine in the head of that bastard. And you know the funny thing? No scratches. No wounds. Nothing at all. I know what you're thinking. I've been doing this for 30 years and I've never missed a shot. Alter, das ist ja genauso abgemixt wie die Englischsprachnachnamen, alle mit der Kartoffel. For the first time, I was the prey. How did you save yourself? Emily saved me. She was also in the dining room, but on the Echo kommt daher, dass sie gerade in einem Abhörraum sind. Das soll realistisch sein, Jesse. The sound of our bell managed to distract the beast. I used the opportunity to leave the room and close the door behind me. At that point, I tried to leave the villa, but the front door was locked. So what did you do? Emil explained to me that I had no choice. If I wanted to leave the house, I had to go to her father's personal laboratory. There, I would have found an emergency exit or something like that. Why was she helping me? She didn't tell me, and I honestly didn't ask. She had did that. The entrance was hidden in the parents' bedroom, but... without the father's magnetic card, I couldn't unlock it. We had to find it, and
This is where the story gets interesting. I think I need some whiskey. Ja, ich auch. So. Ich kann dann, wann ich aufstehe, bis 21.30 Uhr. Also das, wann du aufstehst, ist ja ab 6 Uhr, hast du ja geschrieben, ne? Oder? Oder wie? Oder was? So, gut. Ich mache wieder auf das andere Operlay. Zack. Okay. Ja. Oh, es hakt hinterher manchmal. Warum? Warum? Jetzt nicht mehr. Muss wahrscheinlich laden. Das können wir ausmachen, das brauchen wir nicht. Sensitivity, ist das von der Maus? Hä? Ist aber schnell genug. Keine Ahnung, was das, was sie da genau wollen. Headbob? Wahrscheinlich übersetzt für, ja, hier, für Kopfhörer-Nutzer. Englisch kann man. Nee, okay. Hey, mich wundert's. Der Mann hat irgendwie einen ganz komischen Akzent ganz kurz bei einem Satz gehabt. Und ich dachte, das wäre russisch. Das wäre ein russisches Game, dachte ich erst. Aber sieht wohl nicht so aus. Input. Direkt. Wastepoint genommen. Ist ja egal, benutze ich eh nicht. Okay, alles gut. Oh, ich würde die Grafik auf Low stellen und das Game. Tut es bei dir sehr stark? Ja, mittelmäßig. Deshalb stelle ich es gerade auf Low. Ach, Rechtsklick. Ist eine Zeitglocke? Es laggt immer noch. Also, es hakt manchmal immer noch, wenn ich mich umgucke. Merkwürdig. Achso, nee, stimmt. Warte mal, wir. Nee. Warte mal, wir machen das mal ganz kurz mit dem. Hast du auch mit Z? Steht da auch bei dir Z, das mit Walkie-Talkie? Falsche. Hallo? Sag mal nochmal. Hallo. Achso, hallo, hallo, hallo. Funktioniert das? Hallo? Hallo? Ich glaube, man kann es an- und ausschalten. Ja, kann man auch. Deswegen probiere ich es gerade, aber ich, das ist eigentlich an. Hallo? Hat's irgendwas? Es laggt ein bisschen, ja. Du hörst mich. Was, nö. Im Ingame hörst du mich nicht? Nö. Ich kann aber auch nur die zwei Mikro. Nee, warte, hier doch, warte mal. Oh, das ist ja scheiße gemacht. So, hi Johannes. Dass ich sie gestalkt habe, als wir uns getroffen haben. Nee. Inwiefern? Hier. Das ist mein Mikrofon. Jetzt mal probieren. Was mit gestalkt, als uns getroffen haben? Ne? Hallo! Halt's mal. Hast du mich jetzt gehört? In-game? Nö. Okay, dann lassen wir es einfach. Wollte nur mal gucken, wie es sich anhört. Vielleicht auch absichtlich so gemacht, vielleicht. Oder hast du. Du hast nun schon Walkie-Talkie, ne? Oh, wieso hakt denn das? Im Gucken nach. Das bei dir auch? Ja, das hakt bei mir manchmal. Das hakt bei mir manchmal echt nach. Nur wenn ich aber in eine bestimmte Richtung gucke, ist es bei mir. Ja, ich habe jetzt eine Tür geöffnet, da hat es jetzt ultra nachgehakt. Scheint wohl kein gut performancemäßiges Spiel zu sein. Leider. Ich habe einen Keller gefunden. Nur mal so, jetzt ganz kurze Info. Jesse ist jetzt momentan im Spiel nicht zu sehen, weil ich wir. Ich bin ein Pedo. Es ist. Ach, stimmt, stimmt, ich bin das Mädel. Es ist. Wir sind in derselben Map. Ist aber ein Rätselgame. Also, jetzt muss ich es leider so ein bisschen verraten. Habe ich ein bisschen mir angeguckt. Wir sind in verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Orten und müssen irgendwie Rätsel. Ich weiß nicht, ob wir zusammenkommen oder. Also bestimmt sollen wir irgendwie zusammenfinden. Aber momentan sind wir entweder in einer verschiedenen Zeit oder in einem verschiedenen Ort. Also Raum und Zeit spielt da in diesem Spiel echt viel eine Rolle.
Er versucht, den Betreuer zu finden, und sie hat auf der Treppe der dritten Etage gehockt, und dann habe ich sie gesehen, als ich geschrieben habe, dass ich auf der dritten Etage 3 war, ist sie Der dritten hochgerannt. Etage 3. Ach so, ja, ich habe da gehockt und einen Lutscher gelutscht. Und Hä, in quasi. welchem Gebäude jetzt wo? Das war im Berufsbildungswerk. Ach so, in der Schule. Er hat mir einfach geschrieben, bist du gerade da mit einer Zigarette im Mund? Und ich denke nur so, hey, what the fuck? Das war ein Lutscher, Kai. Es war wirklich ein Lutscher. Das kann dir keiner bestätigen. Ich würde es auch riechen. Ja. Das schwächt ab. Ich würde es riechen. Ich finde aber tatsächlich, an den Sag Fingern das. riecht man sowas am allerdöllsten, wenn man raucht. So, weißt du, Mundgeruch, Klamottengeruch kriegt man irgendwie raus. Aus den Also, aber Klamotten, bis man es so. wäscht, kriegt man es nicht raus. Das kannst du vergessen. Doch, doch, wenn du das verzieht sich. Wenn du zum Beispiel draußen jetzt zu einem rauchen würdest, verzieht sich das. Aber die Finger, selbst nach zweimaligen Händewaschen, Alter, das geht nicht raus. Das ist Ist ja auch eklig. egal, du weißt ganz genau, wie dumm es ist zu rauchen. Also jetzt nichts gegen Raucher, aber nee, das ist wirklich dumm. Also es ist gesundheitsgefährdend wie, also gesundheitsschädlich wie auch schädlich für den Geldbeutel. Und andere schädigt die damit teilweise auch noch, weil passiv rauchen. Lol, hat der Gentleman zwei. Okay. Warum muss das extra dieser Pfeil von ihr geht auf ihn und von ihm. Sie liebt ihn, aber er liebt sie. Oder was? Oder keiner liebt irgendwen und wir hassen uns alle. Was halten Sie davon? Ich kann den nicht nehmen. Ah, hier sind Schilder drauf. Tollste Puzzle in the Library. I'm right now at the Library. Aber hier muss ein Schild quasi hin und da drüben auch. Jetzt beginnt jetzt schon das Rätsel. Aber ich kann noch nicht interagieren so wirklich. Komisch. Ich gehe mal woanders hin. Jetzt leckt es aber nicht mehr. Kann sein, dass sich jetzt alles ordentlich geladen hat. Wo ist das Klo? Ach, das ist da. Das sind die Geräusche von draußen. Hab mich schon gewundert. Knarzende Treppen. Das ist mein Anwesen. Ist übrigens sehr leer, das Anwesen. Also ich würde ein paar Möbel reinstellen. Selbst hier, ich würde hier so ein. Oder hier so ein Ecksofa irgendwie und. Ach Mann. Hier so ein Tischchen oder irgendwas. So leer. Kann ich irgendwas? Nö. Nee, aha. Jetzt sind wir hier oben. Aha, dann komme ich auch ganz schnell wieder hoch. Okay, ist noch relativ übersichtlich das an. Oh, jetzt hat es wieder nachgelegt. Ist noch relativ übersichtlich. Ich wünschte, ich könnte euch zeigen, aber Jesse hat nicht den PC dazu. Ich wünschte, ich könnte euch noch parallel zeigen, wie Jesse rumläuft und so. Hätte Jesse jetzt ihr großen Gaming-PC, dann könnte ich das Overlay machen, wo man Jesse parallel noch sieht. Genauso wie man es bei Monster Hunter Rise ja auch, bei uns auch gesehen hat. Aber leider noch nicht. Ich kann hier auch nichts reinmachen. Hier scheint sowas wie, ja, Schule. Private Schule. Da kommt der Lehrer hierher. Nach Hause. The Circle of Life. Oha. Ist das auch schon ein Rätsel, dass ich die Papiere, das ist ja nicht umsonst. Das geht wieder zurück. Kann es nur wieder, das packt sich von alleine wieder zurück. Oder kann ich es an die Tafel heften? Nee.
Ist ja, also Tafel ist schon magnetisch, aber ist nicht dafür gedacht oder ist, weiß ich nicht, ob das die Magneten sind. Der Treasure Hunter, der Schatzjäger. Ist das wie ein Spiel oder ist das ein Kalender? Ah, es sieht aus wie ein Spiel. Circle of Life haben wir. Save the Princess. Das sind Spiele. Gegeneinander fighten, ist ein Turm. Es ist wie so Tick. TikTok, ja, Kai, TikTok. Nein, Tic-Tac-Toe wollte ich sagen. TikTok. Ne, ich kenne jetzt, ich weiß nicht, wie das Spiel nochmal heißt hier, wenn man hier übereinander so vier oder drei hat und dann einen Strich macht, bla. Vier gewinnt. Ja. How to make pizza. Pizza, Papa, Pizza. Große Grabe, Pizza für dich und mich. Ja. Kreide. Ein Beamer. Oh! Jetzt sehe ich das. Ach so, jetzt. Hä? Okay, jetzt sehe ich das erst richtig. Ja, die Frage ist, kann ich denn irgendwas? Einfach eine Glocke. Jetzt hier mit Doppelt. Oder? Ja. Nee, lass mal so. Ich habe einen komischen Sound. Oder war das schon vorher so? Warte mal, ich gehe mal aus dem Raum. Nee, ist auch. Objective. Manchmal Help nur, wenn plus du beim one. Fenster vorbeigehst. Dann hörst du so ein Das Pfeifen Puzzle rauschen. zu vervollständigen in der Library. Ja. Ich soll dir helfen in der Library. Ja, warst du überhaupt schon offen? Bist du in einer Bibliothek? Kann da jederzeit hingehen, aber ich gucke gerade nach was anderem. Sagt halt mir das, also sagt mir das Spiel gerade. Ja, ich weiß. Bist du denn überhaupt schon mal in der Bibliothek Ich gewesen? habe noch keine Bibliothek gefunden, nein. Warte. Du, hast du schon den Schlüssel und die Map aufgehebt? Ich habe ein Arbeitszimmer gefunden. Die Map? Es gibt eine Map? Nee. Ich habe keine Map. Noch nicht gefunden. Weiß ich nicht. Kannst du überhaupt runtergehen, wo die Treppe hochgeht und sich dann so teilt? Kannst du da überhaupt. Ja, da Ja, bin dann gehen wir ich. da wieder hin, du Arschloch. Moment. Guck mich nochmal kurz um. Warte, warte, warte. Das ist wichtig. Oh Gott. Also will ich mir jetzt nicht alles durchlesen. Wenn es jemand will, dann ne, stoppen. Für TikTok, da sieht man es auch. Ansonsten, also auf YouTube stoppen. Bücher. Büchersammlung. So, ich bin. Moment. Was steht da? Das habe ich mir nicht durch. Das habe ich gar nicht. Da steht er. Was? Lese es laut vor. Guests needs. Also Gäste brauchen always come before mine. Ich weiß es nicht, was. Was heißt nochmal always? Immer. Also. Oder dauerhaft. Always come before mine. Das wird irgendein. Also ich verstehe den Sinn an sich von dem Satz nicht. Das wird irgendein englisches Sprichwort sein, was ich an sich nicht verstehe, weil das Englisch ist. Die Wörter schon, aber an sich, weil das ein Sprichwort ist. So, hier, ich bin im Haupt. Da siehst du noch einen Tisch stehen. Ja, hier ist ein Tisch. Aha. Okay. Jetzt nimmst du beides auf, was da liegt. Das ist nur eine Map für dich zur Orientierung. Das ist so wichtig. Wenn wir unten im First Floor Plan, okay, Ground Floor, okay. Bathroom, Korridor, bla, Greenhouse, okay, Basement, ja. Was ist nochmal Laundry? Was war das nochmal? Wäsche. Achso,
Wäscheraum, okay. Master Bedroom. Ja, das wo ist die nicht. Library? Wo ist die? Ach, da, da, jetzt habe ich es gefunden. Hast du den Schlüssel aufgehoben, der bei der Karte lag? Der liegt jetzt auf dem Tisch. Nein, hier liegt kein Schlüssel. Gut, dann geh mal weiter zur Library. Ich bin in der Library. Okay, dann guck dich um, sag mir, was du siehst. Ich brauche irgendwelche Tiere. Beschreib mal, was du machen musst. Naja, das Einzige, was ich jetzt hier... Also wenn du in der Library reingehst, ja, da ist ja hinten, ganz hinten rechts in der Ecke. Mhm. Da stehen so ein paar bunte Bücher bei mir mit Symbolen drauf. So eine Krähe, so eine Kerze, Uhr, so ein Daumen. So ein in dem Regal rechts hinten. Ja. Ein verkrüppeltes Pferd, so ein Blob mit drei Beinen. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe sämtliche Sammlungen, Bücher, Pflanzen. Kannst du irgendwelche Symbole sehen oder ist was auf den Gemälden? Also ich habe Gemälden, wo Pferde und Natur und Winternatur und sowas und Herbstnatur drauf ist, ja. Ja, die habe ich aber auch. Okay. Oh. Aha, aha. Guck dich mal um, wenn du irgendwas gefunden hast, sag mal Bescheid, was komisch aussieht. Deine Fresse. Ja, die Fresse. So, nochmal ganz kurz was überprüft, so. Pflanze. Also, ja, ich weiß nicht, brauchst du... Sieht die denn verdächtig aus? Ich brauch Symbole. Nee, also das Einzige, was wirklich eben sehr auffällig ist, sind halt die Bilder. Sonst überall Bücher in den Regalen. Die Bücher, die sehen aber auch random aufgestellt aus. Es ist nicht so, als ob die irgendwo... Kann man jetzt zum Beispiel Bücher rausziehen? Das ist ja gerade das... Komische. Bücher, welche Bücher? Sag mal, wo du ein Buch rausziehen kannst. Ganz hinten rechts, da ist ja ein Fenster. Ja. Und direkt das erste Regal rechts daneben. Ja. Ja, da habe ich, wenn du von unten guckst, von der zweiten Regalebene. Also voll zweite von unten. Regal. Ja, da habe ich Bücher bei mir zu stehen. Ich nicht, ich habe da so ein kleines Welt... Kompassbild von einem Kontinent oder wie das aussieht. Sehr ja, komisch. Warte, ja, warte, ja, warte. Und so ein Holzständerobjekt, wo man eigentlich was gegenstellen kann, so wie das aussieht. Oder irgendwas Dreieckiges. Hat sich irgendwas verändert? Nein. Kontinent war richtig. Ich hab was. Bei mir hat was geklingelt, ich weiß nicht was. Ich war die Klingel. Ich hab geklingelt. Wie machst du das? Mit Rechtsklick. Klingel mal nochmal. Ah, lilane Grütze. Klingel sag du noch, mal. Was ist. Kann ich klingeln? Mhm, okay. Hm. Also irgendein Schaf, irgendein Kontinent, ja, warte. Also in manchen Spielen ist es ja so, ich klingle mal und guck mal, ob sich irgendwas verändert oder irgendwas aufleuchtet dabei. Dann zeigst du mir nur, wo du bist. Guck dich weiter um nach irgendwelchen Objekten, die im Regal stehen könnten. Was steht da noch? Beschreib mir mal das mit dem Kompass genauer. Was steht da noch in dem Regal? Ja, nur das. Also halt dieses eine kleine Bildchen von Kontinenten und dieser eine dreieckige, also dieser wie so ein Handyständer, ja, so was ganz komisches, was wo man was gegenlehnen kann, so dreieckig. So aus Holz. So wie als ob so ein Bilderrahmen mit so einem Ständer dahinter. Ja, da stellt man Bücher gegen, so 90-Grad-Ding, ja. Ja. Genau. Und du hast da Bücher stehen, hast du gesagt. Ja, da genau da gehen meine Bücher los.
Bücher los? Ist ja auch nicht so, als ob ich Bücher irgendwo irgendwie hinstellen könnte. Ich kann auch nichts mit dem Feuer machen. Also ich sag dir da wirklich nur, wo ich stehe, zeige ich dir. Alles gut. Wie sieht denn das aus? Was du gerade stehst? Na, wenn ich klingle, wie sieht denn das aus? Wie siehst du mich? Lilaner Blob auf dem Boden, lilaner Partikelblob. Ganz kurz. Okay. Gut. Deswegen hast du lila gesagt. Ja, lilane Partikel. Kann ich irgendwas machen? Nee. Ich kann hier in diesem Raum auch nichts anfassen. Also ich kann nichts verstellen, ich kann nichts in die Hand nehmen, nichts angucken. Oh, du kannst was angucken und was benutzen. Ja, ich mach gerade jetzt Trial and Error. Ich hab jetzt warte, ich muss mir das mal aufschreiben irgendwo. Schaflandkrähe. Merkt ihr für eine Schaflandkrähe? Okay, gut. Schafland. Schaflandkrähe. Und eine Krähe ist im Bild, oder was? Nein, gar kein Bild. Ich muss Bücher einer bestimmten Reihenfolge hier gerade rausziehen und ich mache das gerade mit Trial and Error. Mit dem Land hast du mir schon mal weitergeholfen, weil du Kontinent gesagt hast. Dass da irgendwas mit Kontinent steht. Guck dich mal in den Raum weiter um, was Sass aussieht. Naja, weiß ich nicht. Eine ganz normale Bibliothek. Was soll ich dir da sagen? Du musst mir sagen, wo du interagieren kannst und dann kann ich dir irgendwie helfen. Und dann muss ich in die Regale gucken und dir sagen, was ich sehe, oder was? Also es kann sein, eine Kerze, eine Uhr, einen Daumen hoch, keine Ahnung, Feuer. Na, das, was ich dir gesagt habe, was in dem Regal steht, ne? Oder was? Oh, ich habe irgendwas gelöst, glaube ich. Das ist Zufall. Weil ich versucht habe. Pick up the office key. Was hast du gemacht? Ich habe Bücher rausgezogen, was es funktioniert hat, Mann. Ist einfach nur aus Zufall? Ja. Ist doch scheiße. Solange es funktioniert. Ja, aber ich will ja, dass wir das zusammen machen. Ich habe bis jetzt noch nichts als gemacht. Help Chris serving the puzzle in George Ware's office. Keine Ahnung, wo das Office ist. Das ist der einzige Office, was ich kenne, ist eine Serie. Und die ist extrem schlecht. Ja, im Grau, also im Erdgeschoss ist das Office gleich unten links. Die habe ich gerade selber auch rausgefunden. Ich hätte dich nicht dafür gebraucht. Vollidiot. Da sind Uhren! Nein, ich weiß jetzt schon, was kommt. Kunigurensöhne, was? Du bist einfach nur ein Eden. Ein Voll-Eden. Dear Mr. Wells, I send you the code of the products you have requested. Thank you for choosing Antiquart. Antiquark. We care about the satisfaction of our customers. Ich habe Antiquark. Ich esse jetzt Antiquark. For this reason you should have qualms in contacting us for Vorsack. Inkontinent Akt. Or was? Changes to your order. Always, as always, we will try to satisfy all your demands within the limits of our capabilities. Okay. Capabilities. Jetzt kann ich was machen in diesem Raum. Mit der Fresse. If you decide to proceed with the order, we will contact you to schedule the delivery date signs the final amount of exit the $99 threshold. The delivery is cost-free. Cost-free! Your sincerely Bren Levin Leberstein Livingstone. 1 Shark Color CRT TV 491 VSG Shark VRC VHS Player AVC 998 Grenzfaser Uhr bei DD Hube Konki Blank VHS Tappe 120 Seealt Antike
German, oh, Deutsch, Tableclock, Tischuhr. Er hat die Großväteruhren. Sind die aus Großvätern gemacht, Alter? Ja. Boah. Ich mein. So, ich kann ja an den Uhren was rumstellen. Oh, oh, oh. Tick, tick. Klick, tick, tick, tick. Jessie. Bei mir steht die Zeit tatsächlich auch still, so wie das aussieht. Bei mir funktioniert keine Uhr. Bei mir auch nicht. Wenn du bei dem Raum reingekommen bist und gleich nach links guckst, auf dem Schreibtisch, ne? Ja, da ist ein Zettel. Da stehen drei Uhren? Was auf dem Tisch da? Ja, stehen drei Uhren und ich kann nicht verstehen. Ganz links die Uhr. Was ist damit? Ja. Da ist ein Knopf, den kann ich drehen. Okay, das ist sehr schön, weil diese Uhr steht bei mir auch, aber diese Uhr hat bei mir keine Zeiger, die sind rausgefallen. Toll! Ja, die zweite von links. Ja, die zeigt in der Mitte, bei dir was also, an? Die ist kaputt. Ah, schön, bei mir hat sie einen Zeiger. Toll, und bei mir ist auch ein Zeiger. Und ganz rechts? Die hat einen Zeiger und keinen Knopf, die ist auch kaputt. Ich kann die verstellen, die hat alles. Ja, das ist bei mir aber die ganz linke. Bei mir ist das Spiel verkehrt. Warte mal. Also keine Uhr zeigt bei dir eine explizite Uhrzeit an. Ich kann aber, warte mal, die Großvateruhr, also wenn du dich um 180 Grad nach hinten drehst. Ja. Kann ich bei mir anmachen, dass sie so schwingt. Okay. Ich kann nichts mit der machen, weil da ist die bei mir auch, hat die keinen Zeiger. Oh, ich habe einen Zeiger gefunden. Du hast einen Zeiger gefunden? Ja, warte. Du hast einen Zeiger. Meine Mutter hat einen Zeiger. Ach so. Kann ich eine Großvateruhr anmachen? Boah. Neben der Großvateruhr ja. Auf den Schreibtisch links. Da war ein Zeiger. Ja, bei mir. Das ist ja bei mir nicht. Das ist nur bei dir. Das kannst du eigentlich. Und ein Schachbrett. Da ist ein Zeiger drauf. Schachbrett. Da ist ein Zeiger drauf. Nö, bei mir auch nicht. Die sind jetzt Shakes bei mir. Also ich habe jetzt die Großvateruhr repariert. Ja. Oder je nachdem, welche Zeiger ich an die Uhr ranmache, kommen andere Shapes. An der, pass mal auf, oder? Was geht da bei dir ab? Die Großvateruhr, wenn ich das Pendel aktiviere. Hm. Ist das ein Beamer? Ja, da drüber ist ein Beamer, ja. Ja, die zeigt so eine komischen Symbole an. Weißt du, wie das Symbol aussieht für weiblich? Ach so, bei mir ist auf der anderen Seite der Wand sind bei mir auch Symbole. Was für Symbole? Naja, sehr viele halt. Digga, halt's Maul, sag jetzt! Na, also es ist so wie so eine große Uhr nur an der Wand dran. Was siehst denn du da? Außer die Symbole jetzt. Siehst du da irgendwie auch einen Zeiger oder irgendwas? Irgendwie. Ich habe viele Zeiger. Warte mal, je nachdem, welchen Zeiger ich dran mache, habe ich andere Symbole. Also ich habe einmal so ein Weiblichkeitssymbol, ein L und so ein Penis und so eine Eichel mit so einer Kugel obendrauf. Ja, das kann ich nicht anders beschreiben. Sie hat so einen Penis malen und so eine kleine Kugel da oben drauf setzen. Einfach nur so ein Halbkreis, Alter, mit so einem Strich in der Mitte mit einer Kugel. Also gehört es, ist ein Halbkreis mit einem Strich oben. Hier zieht man so eine, weißt schon, zeichnen, das ist so eine Kugel ganz oben drüber. Mann. Und das andere Symbol ist ein Google Maps-File nach unten, eine aufgehende Sonne und eine Raute. Wieder übel Scheiße hier. So. Ja, ist die Frage, wie soll ich die Uhren stellen? Also ich kann bei mir die rechte und die mittlere Uhr verstellen. Du kannst die mittlere... Hä? Du drehst an der mittleren! Das sehe ich! Ach so? Guck mal zu der Uhr, die links von dir ist die linkere. Ja. Also bei mir ist da halt Zeiger rausgesprungen und alles. Da kann ich... Guck zur rechten oder so. Ja. Nö. Liegt vielleicht daran, dass ich in der Vergangenheit bin und du bist vielleicht in der Zukunft. Weil ich bin das Kind. Warte mal, jetzt mal kurze Frage. In welcher Verfassung ist das Haus?
bei dir? Ist es eher runtergekommen oder ist, leuchtet überall das Licht und sieht ordentlich gepflegt aus? Naja, zum Beispiel vor dem Schreibtisch, wo die Uhren stehen, es steht noch umgekippt. Es ist eine Lampe umgekippt. Sieht relativ gepflegt aus, ja, aber trotzdem sind so ein. Leuchten bei dir überall die Wandlampen? Die zum Beispiel die neben der Großvateruhr leuchtet nicht. Ich habe okay, überall Stehlampen, das heißt, die leuchten. Das, bei mir ist alles komplett in Schuss und funktioniert auch alles. Das heißt, ich bin in der Vergangenheit und du bist in der Zukunft. Also da, wo das bei den Mädels auch alles in Ordnung war und du bist, nachdem irgendwas passiert ist. Das heißt, wenn ich was verstelle, siehst du es sowieso, weil du halt in der Zukunft bist. Wenn du aber was verstellst, bist du in der Zukunft. Das geht ja nicht in die nicht in die Vergangenheit zurück. Das heißt, du kannst nur Dinge sehen, wenn ich was verstelle. Da ist die Frage, wo willst du es verstellt haben? Wo bringt es dir was, dass ich die Uhr verstelle? Ich muss das mal selber ja auf mein Leben klarkommen, halt mal frei. Ich weiß es nämlich nicht. Ich kann die rechte Uhr auch verstellen. Ja, ich weiß, ich kann die linke verstellen, aber... Was siehst du noch außer die Uhren? Wir brauchen ja noch mehr. Außer die Uhren? Naja, siehst du legit irgendwelche Symbole, wie so eine Eichel mit so einem coolen... Ja, an der Wand oben, ja, hinter den Uhren, hinter dem Schreibtisch, an der Wand oben. Okay, warte. Hm. Sind die Symbole jetzt weg? Nee, ist noch da. Okay, was für Symbole genau siehst du da? Beschreib die mir. Also ganz oben ist ein Viereck mit den zwei diagonalen Strichen an beiden Ecken. Links und rechts, oben. Dann rechts davon das Symbol ist, also auf 1 Uhr ist dann quasi das 90 Grad Symbol. Also dieses Strich nach oben. Ja, ein L. Das ist nicht so kompliziert. Ja. Um auf 2 Uhr. Komische Geräusche vor. Auf 2 Uhr sehe ich so einen Halbkreis, der nach oben ist. So ein, ne, so ein oberer Halbkreis mit einem kleinen, ganz kleinen Kreis darüber. Das ist die Eichel. Wo siehst du die Eichel? Die ist bei mir auch in einem fucking Beamer. Okay. Aber auch an der Wand? Ja, ich kann die mir an die Wand beamen, ja. Wenn ich die Großvateruhr aktiviere. Ich kann da nichts verstellen. Ja, okay. Auf um 3 ist dieses, also sind die Symbole auf der gleichen, also gleich angeordnet wie bei mir? Um 3 Uhr sehe ich dieses weibliche Zeichen. Ja. Auf um 4 Uhr ist es dieses Chanukka-Zeichen, dieses Chanukka-Kerzenzeichen. Chanukka, was? Du beschreibst die Sachen scheiße, was für Chanukka? Das Ding sieht aus wie ein Kerzenständer von Chanukka. Alter. Du weißt schon, dass die Dinger... Safe nicht! Bist du ja scheiße. Das sieht aus wie so ein Chanukka-Kerzenständer. Viele haben es auch in der Wohnung als normale Kerzenständer für Weihnachten. Aber ist ja für Chanukka, wenn ich mich jetzt nicht irre. Meinst du einfach einen Halbkreis mit einem Strich drunter? Ja. Mach's doch nicht so kompliziert. Das ist aber ein Chanukka-Kerzenständer. Ja, ich weiß, aber Chanukka ist... Ja, okay. Junge, halt dein Maul, ich bin Blob. Da so. Klingelst du, lol. Ja, da kann ich mir zum Beispiel die Sachen an die Wand ranbeamen, Alter. Okay, also, auf oben 5 habe ich dieses Viereck, wo unten aber der Strich fällt. So, 6 Uhr habe ich die aufgehende Sonne. Meinst du eine Raute? Nein, die Raute ist bei mir auf um 7 Uhr. Okay, ich hatte mal fest, du hast Symbole und du hast Uhrzeiten, wo die draufstehen. Nein, ich habe keine Uhrzeiten. Ich sage dir nur, welche Position. Das ist am einfachsten, die Uhrzeit einfach zu sagen. Ja, ich weiß. Das kann man aber schon mal darauf beziehen, weil wir hier Uhren haben. Ja. Du Uhrensohn. Oh, ein richtiger Wuhren-Klon. Uhrensohn. Kein. Okay, jetzt wird's persönlich. Wenn du eine Uhr fallen lässt, darfst du sie nicht mehr aufheben. Du hast keine Urheberrechte. Oh. Oh. Mal kann ich sein. Oh, bitte Hilfe. Oh, ich muss abbrechen.
Ja, ich muss abbrechen. Tschüss. Okay. So. Also, du kannst ja die Symbole irgendwie verstellen, oder was? Ja, aber ich habe immer nur 3 zu stehen. Ich habe immer nur dieses Google Maps-Zeichen, also dieses umgekehrte Dreieck. Einmal die aufgehende Sonne und einmal das Drachenviereck oder, warte. Stimmt aber auch eigentlich. Ich bin Vergangenheit und muss sagen, was ich sehe und was damals noch gewesen ist. Weil oben links steht ja die Quest, ich soll dir beim Puzzle helfen. Das heißt, ich muss dir immer nur sagen... Das ist aber nicht sehr hilfreich. Ich muss dir immer nur sagen, was ich sehe und du musst das Rätsel lösen. Ja, und du hast den schwierigsten Part. Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Auf welcher Uhrzeit steht denn das weibliche Symbol? Auf 3. Okay, das ist bei mir ganz links auf 3. Warte. 3 Uhr ist rechts. Ja, Kai, ich brauche nur die Uhrzeit. Ich habe das bei mir zum Beispiel, du hast es in einem Kreis zu stehen und wenn ich mir das an einem Beamer ranwerfe, habe ich das längs zu stehen. Also links mit rechts. Also auf 3 hast du gesagt. Ja. Okay, wo steht das L-Symbol? Auf 1 Uhr. Stell mal bitte Mitte auf 1. Mitte auf 1. Oh, die Tür. Du verdrehst die Uhr, ist ja bescheuert. Genau auf 1. 1 zurück, ja, genau, perfekt. Ist ja bescheuert. Junge. Ich sehe das halt. So, wo hast du den Penis mit der kleinen Kugel? Also die Eichel. Mit dem Strich dadurch? Ja. Also auf 11. Dann stell mal auf 11 die ganze rechte. Dreh schneller. Hab ich. Hat nicht funktioniert. Find ich scheiße. Ja, ich auch. Wie kann der Beamer bei dir in der Zukunft überhaupt noch funktionieren? Der das funktioniert ist nicht mal bei mir. Eine Großvateruhr. Warte, dreh dich mal um 90 Grad nach hinten. Um 180, Entschuldigung. Was steht da? Steht da bei dir auch eine Großvateruhr? Ja. Aber halt ohne Zeiger. Die Zeiger liegen links und rechts. Da steht irgendein Schreibtisch und ein Schachbrett. Ja, hab ich doch schon drauf geguckt. Die sind bei mir hier nicht. Mann. Hab ich schon geguckt? Warte mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab's rausgefunden. Warte. So, wo genau steht... Ich glaube, ich habe die Rätsellösung. Wo steht diese aufgehende Sonne? Auf 6 Uhr. Stell die mittlere auf, sodass der große Zeiger auf halb ist, quasi. Das ist halb 2, ist genau. Die Drachenraute. Also die Raute ist auf 7 Uhr. Stell das, dass der große Zeiger auf 7 ist. Aber ganz rechts. Achso. Exactly. Auf 10.35 Uhr? 11.35 Uhr. Ne, da muss ich, also, ach, come on. So, ja. Wo siehst du dieses Google Maps Symbol? Dieser Navi-Pfeil. Der Dreieck mit dem Strich. Ach so. Wo steht das? 10 Uhr. Was sind meine Fußschritte? Ich hunger. Hat nicht funktioniert, Kai. Kai! Es ja, hat nicht funktioniert! Ach Mann, Alter. Dann lass es mal umgekehrt versuchen. Vielleicht ist es auf die linke, also zweite, also die mittlere Uhr. Was siehst denn du oben für ein Symbol? Was hat denn diese Uhr für ein Symbol? Da oben ist ja was eingraviert mit Holz, in das Holz. Ja, so ein Kamschott, so ein Blatt. Ja, hab ich auch, ja.
Ich auch. Und die ganz rechts ist bei mir ziemlich runtergekommen, angekokelt schon. Ja, also angekotet. Und die andere ist relativ heile. Das ist feinstes Ebenholz. Mhm. So, okay, warte mal. Ich muss mal kurz was aufschreiben. Das ist... Ich bin kacke mit Uhrzeiten. Ja, schreib mal. 10 Uhr? Ah. Das ist... 1, 2, 3, 4... 10 Uhr. Wow, 10 Uhr 16 eigentlich. Ja, 16. Die andere ist... Oh, als ob man auch mit den Pfeiltasten spielt. Dumm. Hör auf zu klingen, du Arschloch! Uhr 30. Ja, am besten mit drin die Zeiger um. Okay. Mhm. Stell mir die Uhren alle mal nochmal auf Ausgangsposition, bitte. Dann ist es für mich einfacher einzustellen, denn... Arschloch. Alle auf Ausgangsposition zurück. Hab ich. Okay. Der große, ist das der Stunden- oder der Minutenzeiger? Von welcher jetzt? Generell, bei solchen Scheißuhren. Ist der große der Stunden- oder der Minutenzeiger? Das ist doch so dämlich. Der große ist immer der Minutenzeiger. Okay. Dann mach mal. Ja, sie hat noch nie eine Uhr gesehen. Nein, hat sie wirklich nicht. Also, es ist schon... Ich hatte es gerade nicht im Kopf, du Arschloch. Genau. Auf was zeigt nochmal das Google Maps-Symbol? Auf um 10. Das umgekehrte Dreieck auf um 10. Ja, ja. Ja. Hä? Hm. Das umgekehrte Dreieck auf um fucking 10. Ja. Dann in der Mitte die aufgehende Sonne. Was steht die? Auf um 6. Dann stellen wir nur die Minutenzeiger auf um 6, bitte. Von der linken, von der mittleren. Von der mittleren, ja. Auf um 6. Ja. Oh mein Gott, nee, warte. Ich hab's rausgefunden, wie es funktioniert. Ich bin so kernbehindert. Es gibt kleine Zeiger und große Zeiger, die du bei der Großvater-Uhr reinmachen kannst. Und da gibt es jeweils andere Symbole. Okay, zurück zur Ausgangsposition. Ich habe jetzt rausgefunden, wie es funktioniert, was wir tun müssen. Weil dass ich nicht rätseln, also miträtseln muss. Ich muss ja irgendwie nur was sagen. Ja, ich kann wieder die ganze Arbeit machen, du Arschloch. Hm, irgendwie schon. Ist irgendwie ein bisschen fett. Wie in jedem Rätselgame. Wie jetzt in jedem? Ich hab auch schon Rätsel gelöst, Alter. Rätsel hab ich auch schon gelöst. Bei dem anderen Rätselgame hab ich auch schon Dinge gelöst. Okay, so der große ist der Stunde. Warte kurz. Ich muss mir erst kommen, Junge. Nee. Ja, hab das vorhin im Stream eingestellt, aber irgendwie... Sorry für die Unterbrechung. Es geht weiter. Ja? Mhm. Okay. Oh, ich hatte Nachricht bekommen. Ja, geht's dir gut? Jetzt machen wir weiter. Nein, der umgekehrte Google Maps-File. Oh, versteht er? Ich muss es wissen. Auf um 10. Okay, ich muss ganz kurz was gucken. Dann lauf doch mal! Ich hab grad Tab! Großschiff, Kleinschiff! Das ist so dumm, eine Tastatur zu bedienen. Das ist der kleine Zeiger, den muss ich auf um 10 stellen.
Ja. Okay. In der Mitte. Das ist die Sonne. Die aufging da. Auf um 6. Dann stell, dass der kleine Zeiger auf um 6 ist. Es ist quasi 6 Uhr. Ja, mittleren Uhr. Ja. Um 6. Halten Sie gedrückt. Ja. Ja, wie ist du dich bewegt? Ja. Ein zurück. Perfekt. Die Raute. Auf um 7. Ganz rechts auf um 7. 7. Kai. Haben Sie es getan? Ja, ich habe es getan. So, ganz links. Auf was steht das Frauensymbol? Auf um 3. Okay, Mitte, das L-Symbol. Das L ist auf dem 1. Dann stell auf dem 1. Was? Die eine Uhr in der Mitte. Der kleine Zeiger. Nein, der kleine! Der große Zeiger muss auf dem 1. Der große. Groß muss auf dem 1. Also 6.05 Uhr. Ja. Ja, okay. Ist was passiert? Ja, bei mir auch. Deshalb ist ich vergut. So, der Penis. Was ist passiert? Ich habe was gehört, aber ich habe ja, so ein Klicke-Klick wie so ein Zahnrad. Ja. Was ist der Penis? Mit dem Strich. Ja, der Penis. Um 11. Der Halbkreis mit der Kugel. Um 11. Ja, dann stell der Halbkreis mit der Kugel und dem kleinen Strich. Ja, die Eiche mit der Kugel. Um 11. In Sheriff. Hä? Mach jetzt! Ganz rechts! Ja, was ist da ganz rechts? Was soll ich machen? Stell das ein, die ganz rechte Uhr! Was soll denn das? So? Ja. Wirklich? Ja. 6.55 Uhr. Ja. Na, okay. Hat sich was getan? Nein. Der Penis mit der Kugel. Ja. Sicher, das ist... Auf dem Elfes. Ja, mit dem Strich oben in der Mitte, von der Kugel ausgehend, von der kleinen Kugel ausgehend. Ja. Ja, das ist um 11. Es gibt ja zwei Symbole und das eine Symbol hat ja diesen Strich nicht. In der Mitte hat sich was bei dir getan, ne? Hast du gesagt. Ja. Bei der mittleren Uhr. Hast du so ein Knacken gehört? Ja. Hast du mich bei der ersten auch gehört? Hast du bei der letzten nichts gehört? Nein. Dann dreh mal die Uhr so lange weiter, bis es knackt. Hä? Ja, normalerweise ist... Ich glaube, man muss auch schon mit dem Zeiger stehen bleiben. Du kannst auch immer wieder einzeln drücken. Ja, das mache ich jetzt nicht. Na doch. Nein. Es springt nämlich genau immer 10 Minuten weiter, ist mir aufgefallen. Genau, wir machen kein Rätselraten jetzt. Wir machen jetzt richtig. Rätselspiel, du willst nicht, dass wir Rätsel raten. Ist okay, Kai. Du machst es jetzt ordentlich. Ich habe meine Uhr schon eingestellt. Was anderes kann man nicht machen. In der Mitte hat es halt auch geknackt. Deshalb wundert es mich, dass es mit dir außen nicht knackt. Mein Mund trackt es heute nicht so richtig. Auch mit dem Mikrofon trackt es heute mein Mund nicht so richtig. Deswegen bin ich die ganze Zeit so ein bisschen abgefuckt. Schlüssel. Hat man den gehört? Was für ein Schlüssel? Schlüssel gefunden. Also ich brauche einen Schlüssel. Okay, oh mein Gott, warte mal, die Fresse. Wie ist die Fresse halten? Was ist denn mit dir jetzt los? Oh, bin ich geil. Ja, ich habe es aufgeschlossen. Da drin ist ein Tab. Mhm. Jetzt steckst du in deine Vagina. Halt die Fresse, ich nehme was an. Hallo, George Bates. Bei mir passiert einfach nichts. Dich hört man manchmal nicht. Nein. Mm-hmm.
Könnte man irgendwie speichern? Wow, sehr informativ. Ich habe jetzt aufgemacht, da habe ich so eine Message bekommen, die so, ja, wenn du in den Keller gehst, mach's lieber nicht. Wenn doch, heb deine Kugel auf, damit du dich abknallen kannst. Dann dreh die andere mal Uhr zu lange, langsam weiter. Welche? Na, die rechte! Nein, jetzt sag mir auf, was ich das hier stellen soll. Stellst du mir auf um 1 mit dem großen Zeiger? Und dann stellst du nochmal auf um 11. Warum knackt das nicht? Das ist ja das. Die anderen beiden Uhren waren ja richtig eingestellt. Das Symbol mit der Kugel und dem Ding. So ist das. So kann doch nicht sein, das ist um 11. Das ist doch falsch. Ja, doch. Ey, da rupt's jetzt. Oder wir hatten beim ersten Schwierigkeiten, wenn das noch um 11 ist, ist das andere? Die Raute, die Drachenraute. Wo ist die Drachenraute bei dir? Auf um 7. Dann stell den einen Zeiger auf um 7 und den anderen auf um 11. Welchen Zeiger auf um 7? Den kleinen auf um 7, den großen auf um 11. Hat man noch falsch rum. Junge, du bist so lost. Du hast es auf 6:45 Uhr. Nee, auf 6:55 Uhr gestellt. Weil du gesagt hast, ich soll das machen. Du hast aber. Man kann aber die Uhr vor und zurück drehen. Egal, ich habe dir gesagt 6:55 Uhr und du hast gesagt ja. Hab ich nicht. Lüge. Hast du? Hast du? Lüge. Hast du? Lüge. Hast du? Lüge. Hast du? Ich glaub dir das. Der Beweis ist aufgenommen. Ich glaub dir das doch. Du Wichsen. Du bist ein Wichsen. Ich mag Wichsen. So, was hat sich jetzt bei dir getan? Ich hab ein Room-Key aufgepickt. 12 Cox Puzzle. 12 School Room. Eine School Room, da war ich schon mal. Ja, wo ist der? Oh Mann, Alter, bei mir passiert einfach nichts. Das ist doch so schande. Ich wünschte, ich könnte den Leuten zeigen, wie es bei dir aussieht. Die Eintragsfunktion, was ist denn das? Verpiss dich! School Room. Als ersten Etage. Was für eine Rastfunktion, Junge? Das ist die Ausrastfunktion. Ich habe so lange gesprintet, dass ich die. Bin im School Room. Ja, wo ist der? Erste Etage ganz rechts unten. Warum haben die Dielen geknackt, Kai? Kai, die Dielen! Bei mir auch. Klingel mal, danke, dass du weißt, ich bin besser oder was? Ich kann bei mir ein Tape reinmachen. Regeln. Du, dein Target. Oh, müssen wir jetzt Spiele spielen? Okay. Komm noch nicht in den Spielraum, warte mal. Wo zum Fick ist der Klingelmal? Your Target. Klingel nochmal. Oh, Junge. Okay. Du, your target. Also nach unten ist immer gelb und nach rechts ist immer grün. Nee, dann ist rot. No. Also ich kann nur nach rechts und... Ach, ich darf nur zwei Richtungen auswählen. Ich darf keine dritte Richtung auswählen. Ich darf nur zwei Richtungen auswählen. Ich darf einmal nach... Also generell zwei Richtungen nur wählen. Ansonsten kann ich immer geradeaus gehen. Warum ist es so dunkel? Ich habe hier nur einen alten, kaputten Fernseher. Ja, den Fernseher kann ich... Ich habe mir da... Ah, da klingelt. Ich habe mir da Regeln angeguckt. Spieleregeln. So holt's.
Passiert da bei dir irgendwas, wenn ich auf die Kästchen drücke? Ich gucke mir gerade die Regeln an. Also. Ja, klingeln, sagt mir das Spiel gerade. Du siehst garantiert irgendwas, wenn ich auf die Felder gehe. Klingeln mal. Und das hat bei mir wurde was gesagt. Was wurde gesagt? Missing No, glaube ich. Das Walkie Talkie. Bei mir hat das Walkie-Talkie selbstständig was gesagt. Du warst es jedenfalls nicht. Hallo? Hörst du mich? Nee. Okay. Nee. Was siehst du in dem Raum? Ich kann... Geh mal auf die Felder drauf, Kai. Ja. Siehst du denn X oder irgendwas? Ich sehe kein X, nein. Oh, Alter, kann ich mir jetzt wirklich wieder das Tape angucken, Junge? Also folgendes habe ich gesehen bei dem Tape. Das sind die Spielregeln. Ich habe die Spielregeln auch verstanden. Du musst mich wahrscheinlich leiten, sobald ich auf das Spielbrett gehe. Ist bei dir jetzt wieder alles dunkel? Bei mir hat sich nichts verändert von hell und dunkel her. Ja, sobald ich auf das Spielfeld gehe, verändert sich bei mir alles. Siehst du irgendwas? Bei mir wurde was gesagt. Also wahrscheinlich bist du gerade aufs Spielfeld getreten, ne? Ja. Bei mir hat sich nichts verändert. Also ich sehe keine Veränderung. Was hat er dir gesagt? Es hat sich angehört wie Missing No. Geh nochmal runter und wieder drauf. Kann ich nicht. Du kannst nicht vom Spielfeld runtergehen. Also ich kann runtergehen, ja, aber dann hat sich bei mir schon... Ja, ich stehe direkt neben dir, herzlichen Glückwunsch. Rechts oder links von mir? Vor dir. Ah, guten Tag, Sir. Was, wenn ich mich hier hinstelle? Ja, warte, ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwas anfassen oder aktivieren kann. Weil jedes Mal, wenn... Ich muss das Tape immer rein und raus stecken. Das Ding schaltet sich aus, oder? Mhm. Du musst mir irgendwie sagen, ob da irgendwas bei dir ist, ob du es aktivieren kannst und irgendein X siehst oder irgendein Target siehst und auf das Spielfeld gehst. Nein. Siehst du denn echt nichts? Nee. Wie gesagt, das Spiel mal aber manchmal nicht so einfach klingeln. Missing No. Ja, das sagt Missing No. Klingel? Ich stehe oben links. Im oberen linken Spielfeld stehe ich. Warte. Ja, kaputt, okay. Ich hab's jetzt verstanden. Die Lichtverhältnisse von dem Raum, in dem ich bin, verändern sich. Je nachdem, ob ich einen falschen Step mache oder nicht. Mhm. Grün, alles cool, okay. Grün, alles cool, okay. Grün, alles cool. Gelb, das ist scheiße. Aus. Gibt's immer nur... wo ist die Licht? Gibt's immer nur gelb ist noch in Ordnung.
Ja, aber nach Gelb kommt immer kaputt. Rot, ja. Dann hat genau 4 Steps. Ich weiß aber nicht. Oh nein. Ja, toll, du stehst da. Ich komme aber nicht zu dir. Aber da steht eine Sporttasche. Ist da? Kann ich irgendwas? Kommst da nicht zu mir? Nee, komme ich ja nicht. Okay. Und jetzt? Geh mal woanders hin und klingel. Da war ich schon. Ich hatte die ganze Reihe so war ich schon. Kaputt. Okay, klingeln wir nochmal. Stell ich mir nochmal irgendwo eine Klingel? Klingel nochmal, warte. Wo stehst du in welcher Ecke, Alter? Komplett in der Mitte. Ja, ich auch. Verpiss dich, geh woanders hin. Ich glaube, man muss alles machen. Du musst mich irgendwie leiten. Du musst irgendwas sehen, wo ich nicht hintreten darf. Ich sehe das. Ich ein Baum? Ich habe immer wieder andere Symbole oben. An der Tafel hinten. Was ist da für ein Symbol bei dir? Das sind nur Dreiecke bei mir. Die Tafel ist bei mir sauber. Bei mir ist so voll die geile Tech-Tafel, Alter. Bei mir ist sie sauber. Ich habe aber 4. Also ich habe an der Magnettafel rechts von der ganz großen Tafel, ne? Das ist so eine Standtafel. Da sehe ich nichts. Siehst du nicht. So, und die hat 4 Karten. Wo Symbole da drauf sind. Und da steht einmal. Now we're getting somewhere, whatever. Okay, warte. Warte. Du musst mich gleich mit den Symbolen anleiten, je nachdem, was für ein Ding ich da hab. Also, ja, Symbole, weiter. Obwohl, warte mal, ich kann ja die Karten einzeln nehmen. Ich schreib mir, was auf den Karten ist. Also, der Treasure Hunter ist jetzt ein Spiel davon. Von den 4. Hat das ein Symbol? Ja, das hat oben eine. Alle haben oben eine Glocke. Ganz oben links ist so eine Insel. Gibt's ein anderes? Irgendwas mit einem Baum? Baum? Nee, ich hab keinen Baum. Es gibt, also ganz oben links ist die Insel, die aber eine richtige Insel darstellt und keine Schatzkarte, wo eine Insel drauf gezeichnet ist, sondern eine normale Insel. Und da sind auch Schritte drauf zu sehen und ein X halt. Also die Insel. Die nicht aufgezeichnete, sondern die normale Insel. Kannst du das irgendwie auf das Spielfeld übertragen, wo das X ist? Das, also da gibt es ja auch einmal ein Bild, wo das X mit einer Schaufel ist. Man, ja, das ist unnötig. Kannst du das auf das Spielfeld beziehen und dich genau dahin stellen, wo das X ist? Also ich kann da drauf gehen, wo die Schaufel zum X graben soll. Ja. Da stehe ich jetzt. Da ist das X. Unten das zweite, also die zweite Reihe, also die vorletzte Reihe in der Mitte. Ja. Alles gut, ich bin da. Nimm dir ein neues Spiel. Neues Spiel? Mach, es sind doch mehrere, nimm dir ein neues. Okay, also ich kann Save the Princess jetzt nehmen. Ja, dann, ja. Aber da ist jetzt nichts mehr, also da sind 2 gekreuzte Schwerter, die in X-Form sind. Wo sich zwei Ritter battlen. Das ist sinnbildlich, Alter. Bezieh's auf das Spielfeld, zeig mal, wo das X ist. Also ganz und die oberste Reihe, ganz oben. Und zweite von links. Stell dich hier noch Klingel.
Ob das was wird. Ja, random, was wir gerade machen hier. Nimm dir das nächste Spiel. The Circle of Life. Circle Jerk, finde ich. Wo ist das X? Hier gibt es tatsächlich kein X. Es gibt ein gezeichnetes Grabstein, es gibt einen Schreibtisch mit einem PC, irgendwas und Büchern und eine Uhr an der Wand. Dann gibt es noch ein kleines Mädchen, was mit Spielzeugautos spielt, glaube ich. Dann gibt es noch einen Großvater, der halt so mit einem Laufstock geht, mit einem Gehstock. Und dann gibt es noch ein Buch, wo eine so eine Denkwolke drüber ist und ein A. Kannst du es nicht größer machen? Du guckst bei mir im Stream oder was? Nein, ich habe gerade schon hier Real Life rüber geguckt. Nein, das wäre nicht erlaubt. Ein Spiel hatte ich richtig. Ja, ich weiß nicht, was ich dir für Symbol zeigen soll. Es hat nichts davon X. Shit, warte mal. Ja, das sehe ich übrigens, wenn du immer verkackst. Ja, ich weiß, ich habe gerade was probiert. Wir sind da. Oh mein Gott. Circle of Life, das ich glaube. Warte mal. Null. No signal. Okay, Circle of Life ist in der Mitte. Ja, wir sind doch extrem dumm. Okay. Ich hab nochmal ein Baumsymbol. Hast du. Kannst du echt nichts einsehen mit Bäumen oder was weiß ich? Ich habe keinen Baum. Nein. Nirgendwo? Nein. Nix, kein Baum. Okay. Warte mal. Wir haben Baum, toll. Herzlichen Glückwunsch. Warte mal. Muss ich mir aufschreiben. Ist das Gameplay okay. Bestimmt komplett langweilig. Wäre vielleicht aufregender bei Jesse das mit oder bei uns beiden eben gleichzeitig mitzusehen. Versuch's mal, mach mal Discord-Bildschirmübertragung. Es sind 8 GB RAM. Ja, okay. Ich würde, aber es wird laggen. Das könnte auch sein, dass Tiershow dann ist. Okay. Ich mach gerade so ein bisschen Trial and Error. Du hilfst mir nicht sonderlich weiter, leider. Ja, wie? Also, du, ich sag dir nur. Tust du Bestes. Jetzt habe ich ein Treasure-Hand-Symbol. Was ist nochmal das Symbol von der Treasure? Von dem Schatz oder von dem Schaufel, was X. Von dem Schatz, du Arschloch. Warte, sag ich. Also, zeige ich dir mit der Glocke. Ja, das hast du falsch. Von den Rittern, wo ist das Symbol? Bei den Rittern.
Ja. No signal. Hey, das ist doch so dumm. Warum habe ich ja jetzt ein Pizza-Symbol? Das ergibt doch absolut keinen Sinn. Ich habe auch eine Karte mit How to make Pizza. Sag. Hm? Dann sag mal, wie man Pizza macht. Bitte. Na, ich habe wieder 5 Bilder. Was willst du hören? Wo das X ist, du Arschloch. Ey, ist kein X. Wo sich die Salami-Schwerter kreuzen. Jetzt sag schon. Na, es kreuzt sich nichts, wirklich nicht. Das ist kein X. Wie macht man Pizza? Bitte, kann mir jemand Tutorial geben? Also ich, tatsächlich, warte mal. Ich könnte sein, dass ich das checke. Folgendes. Mhm. Geh mal hier drauf. Ich mach mal How to make Pizza. So, bist jetzt hier, ne? Ja? Ja, eins war richtig, das war richtig, ja. So, jetzt gehst du komplett runter. Komplett durch, bis ganz unten. Klingel. Ja? Ja. Und dann gehst du hier rüber eins. Das war auch richtig. Ja, weiter. Weiter. Das ist How to make Pizza. So. Dann gehst du... hoch bis zum vorletzten. Ich klingle. Ja. Und dann gehst du eins nach rechts. Das war auch richtig. Mach weiter so, was auch immer du tust. Ja, warte. Hi, es wird endlich mal schlau. Also, da muss man noch in den Ofen schieben. Darf ich zurückgehen? Nee, müssen wir gar nicht. Folgendes. Stell dich einfach hin. Hier nach unten gehen. Ja. Und dann hier komplett rüber gehen. Oh, mach nochmal. Ich weiß aber nicht, ob wir über andere Symbole, wo wir schon drauf gestanden haben, rüber gehen können. Aber, Kann man. Das ist nicht so schlimm. Die Tasten gut. Gehen wieder hoch. Also ganz hoch oben links in der Ecke. Ja. Und dann 2 Kästchen nach rechts gehen. Oh. Hey. Bei mir hat sich nichts getan, aber... Wer ist the fucking Greenhouse Key? Ah, sehr. Wollen wir jetzt Circle of Life machen? Ah, nee, warte mal. Ach so, wir sind ja hier fertig. Wir sind fertig. Wir brauchten nur ein Spiel von den 4. Ja, du hast kannst du dieses Spiel geschenkt, außer das Pizza-Game, du Arschloch. Das ist klar, es geht um Fressen. Ich hätte auch jedes andere dir sagen können. Sicher. So, in the Greenhouse. Das ist ein Greenhouse. Okay. Mann, Alter. Stressig. Professor Ebenholz ist am Verzweifeln. Ich bin... Das ist kein Waschhaus, ja sie. Oder? Warte mal, was hast du gesagt? Laundry ist eine Waschküche. Laundry Room ist Waschküche. Ach so, okay. Nee, ich bin im Greenhouse, also im Gewächshaus. Pflanzen wir jetzt Gras an? Hier ist ein Roboter, der funktioniert sogar. Ja, ich kann hier einen Roboter steuern, glaube ich. LOL. Mein Roboter ist kaputt. Ich kann den steuern. Meiner ist kaputt, steuer mal. Ja, mache ich ja. Funktioniert nicht. Ich gucke gerade, was ich hier machen kann. Ah, da hinten ist ein Buch.
Oh nein. Kann dir sagen, wie man... Also es tut sich bei dir gar nichts, welche Robotersteuer? Gar nichts? Nee. Siehst du auf dem Bildschirm gar nichts? Nichts? Oh, pass mal auf. Du musst wahrscheinlich... Kannst du mit den Farbtasten was tun? Nee, leider nicht. Kannst du? Ich kann dir was ansagen, wofür du die Farbtasten kann brauchst. Was auf, ich kann was zeichnen. Darum, Leute. Da ist ein Zettel neben dem Monitor dran geklebt. Und ich kann was zeichnen. Hier ist da gar nichts dran geklebt. Kai? Ja. Also du kannst... Oh Gott, Alter. Du kannst den Roboter ja bewegen, warte. Ich mach den mal in der Mitte, wenn es geht. Was in der Mitte? Mach jetzt. Stell den Roboter zur Mitte. Also wie weit denn? Ja, in Mitte der beiden rein. Die du hier siehst. Da, wo der Abfluss ist. Schneide mal dahin. Zum Abfluss, okay. Also bei dir verändert sich nichts in dem Roboter-Steuer? Gar nichts? Nee, der ist ein bisschen... Hast du den da jetzt hingesteuert? Warte, dauert ein bisschen. Mir steht er jetzt direkt auf dem Abfluss, ja. Okay, egal. Geh mal weg von der Tastatur da. Ich rede dich nur um, dass du zur Tür guckst und geh dir mal ganz nach links. Da ist doch so ein Tisch. Dass ich zur Tür gucke. Dass du zur Tür hinguckst, ja. Mit dem, nicht mit dem Roboter, mit dir selber. Guckst du jetzt zur Tür? Von wo aus gestanden? Dreh dich um, guck zur Tür. Ich guck zur Tür. Gut, und jetzt geh nach links. Da ist ein Tisch. Steht da irgendein... Also, da siehst du diesen Pflanzbottich in der Mitte. Ja. Steht da rechts davon ein Schild? Nein. Ach, scheiße. Okay, bei mir steht da... Kalosita Viridi. Hm. Wenn du dich dann um 180 Grad umdrehst. Du kannst nach hinten durchgehst. Über die Buch. Nein, das ist einfach nur so ein kleines Tischchen. Wo man ein Buch drauf ablegen kann, ja. Aber so ein Tischchen. Radioactive. What? Oh nee. Oh, das wird extrem nervig. Digga, sich aus wie ein Astrophysiker. Kannst du irgendwelche Flüssigkeiten? Hast du irgendwelche Flüssigkeiten bei dir oder sowas? Ja, ich habe eine Liste mit Flüssigkeiten. Wo steht Poisonous? Also welche Farben für Poisonous sind? Welche Farben man umwandeln muss zu einer Farbe, um Toxic, Radioactive, Carnivore, Medicinal, also du weißt, was ich meine. Nee, weiß ich nicht. Poisonous, Radioactive, Carnivorous oder so. Wasser klärt jedes Effekt. Aquatic, Edible. Climbing, Parasitic. Grundflüssigkeit um. Kombinationsbeispiel. Aquatic, Poisonous Plant. Long story short. Scheiße, das kann ja richtig kompliziert sein werden. Ja, ich habe hier ein Buch, wo Sachen drin steht, was die Pflanzen brauchen. Mhm. Also du kannst dich doch dran erinnern, wo ich gesagt habe, guck dir mal den Bottich an. Der Tisch. Bei mir steht da Kalosita Viridi. Das ist Liquids. Zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Braucht das.
zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Nur schade, dass ich halt die Farbtasten nicht... Ich sehe die Farbtasten. Ja, ich sehe sie auch, aber ich kann die nicht benutzen. Fahr doch erst mit den Roboter dahin. Okay, ich fahre hin. Hey Turbo, ja, so redet es Spaß, ne? Freitag, also alleine schon die Frage, es ist doch Freitag, da geht's uns immer gut. So, mein Roboter steht da. Jetzt kann ich auf die Farbtasten klicken. Dachte ich mir. Zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Also grün. Zweimal grün. Ja. Und dann immer auf den Tropfen da drunter, den gießt. Was dann? Einmal lila? Einmal lila. Ja. Einmal rot. Ja. Passiert was? Nö. Okay, das heißt, ich muss mixen. Hast du denn auch immer auf das Tropfensymbol geklickt, was da drunter ist? Nein. Hast du echt nicht? Nein, immer nur die Farben. Du musst doch das Gießen, das Tropfensymbol, das heißt Gießen. Dann tut es aber resetten, so wie da auf der, bei einer Beschreibung steht. Wasser resettet alle Farben. Ich höre dich doppelt. Also dich doppelt. An mir liegt es nicht. Ja, ich habe auch nichts gemacht. Dann höre ich dich doppelt. Weil du beschränkt bist. Warte mal. Hallo. Du bist nicht mehr im Voice, aber hörst mich trotzdem. Über das Spiel vielleicht. Ja, schalte verpickt. Ich schalte es. Walkie Talkie ab. Ich habe ich theoretisch jetzt. Besser, sag mal noch was. Hallo. Ich höre dich immer noch über das Walkie Talkie. Wo schalte ich das denn aus? Hörst du mich jetzt immer noch? Ja. Hörst du mich jetzt immer noch? Ja. Hörst du mich jetzt immer noch? Ja. Oh Junge. Hörst du mich noch? Ja, über Discord halt. Hörst du mich jetzt immer noch? Ja. Mann! Ich höre dich immer doppelt fluchen, mit so ganz kurzem Delay. Hörst du mich jetzt immer noch? Ja, du könntest jetzt gerade mit dir selbst einen Kanon singen. Ich sing mal Frere Jacke. Frere Jacke. Okay, komm. Sing mal Frere Jacke, bitte. Ja, sie ist dumm. Das ist eine Beleidigung. Ja, ist richtig dumm. Richtig dumm. Ast. Oh, diese Stimmen werden lauter. Ast. Ich hab gerade nicht alles so as das. Ja, ich kann's leider nicht runterstellen. Du lachst mich auch doppelt aus, was soll denn das? Alter, du wüsstest, wie das klingt. Ja, ich kann's nicht ausstellen, ihr sie. Oh, oh. Ich kann es nicht ausstellen. Kannst du es irgendwie ausstellen? Dann stell du es aus. Ich finde deinen Zwilling irgendwie hotter als dich. Hallo. Jetzt ist aus. Dann lass ich Walkie Talkie an. So. Oder aus. Wie auch immer.
Dein Zwilling war irgendwie hotter. Was soll ich denn jetzt... Schnauzer, was soll ich denn jetzt machen? Also, vom Blumentopf. Ich kann da irgendwie was reingießen, aber was? Warte mal. Du hast mir die... Ja. Okay, und resette das erstmal. Ja, hab ich. Wie gesagt, ich habe hier eine Liste, ne? Ich auch, warte, warte. Ich muss kurz die Farben checken. Warum? Junge, ist es mit Ausgleichen? Was zum Fick tut die mich hier an? Ich war da in Chemie schon immer scheiße. Darunter ist ein Exempel, eine Erklärung, habe ich gerade gesehen. Zum Beispiel, wenn die Turbo, du hast eine romantische Beziehung mit einem anderen Jungen. Das ist sehr toll. So, ne? Ist das gay? Ganz unten steht ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn die Pflanze aquatik ist und giftig. Dann wäre das Muster zum Beispiel so. Aquatik, ja, giftig. Ja, und dann, darüber kann man es ja einsehen. Aber ich verstehe gerade das Prinzip nicht. Wie gesagt, freundschaftlich. Na, das glaube ich ja mal nicht. Es ist Lamaspucker, es ist Lama. Versuch dich mal zu güsen. Parasitic poisonous. Aber wir haben schon mal gezeigt, wie das Spiel ist. Wollen wir jetzt einfach so Cut machen in diesem Game? Ey, irgendwie habe ich mich da gerade drin verbissen. Außerdem kommen wir uns morgen sowieso nicht raus. Das heißt, wir können das jetzt auch ruhig durchziehen. Und meine Powerbank ist irgendwie immer noch nicht voll. Ich werde aber jetzt gleich rausgehen. 20.000 Ampere brauchen zum Laden, wie sonst was, Alter. Ist doch egal. Nur weil du rausgefallen bist. Auch, aber ich gehe nicht gerne nachts raus. Außer will ich jetzt wissen, wie das funktioniert, Alter. Ich habe jetzt das Beispiel nicht verstanden, aber die Flüssigkeit, sind das doch unten die Flüssigkeiten, die man zur Verfügung hat? Zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Und sie ist giftig und parasitär. Giftig? Hä, du hast das angemalt. Ja. Das ist ich giftig. Ich sehe das. Das ist giftig und parasitär. Parasit, warte, wo steht. Hier. Das ist parasitär. Zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Und das Gelbe müssen wir wegkürzen. Das siehst du doch wohl. Siehst du das Gezeichnete? Ja, mein Penis. Ja. Was ist das denn? Ja. Dafür die Kugel. Ja, ja. 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 Sehr schmerzhaft aus, als würde man sich so in die Hoden geschnitten haben, ja. Mal deine Kugel auf den Finger. Okay. Also sie ist giftig und parasitär. Ja. Zweimal grün, einmal lila, einmal rot. Und das Gelbe muss ich irgendwie wegkürzen. Aber die Frage ist, wie kürzt sich das Gelbe weg? Indem ich drauf pinkle. Okay, das ist jetzt ganz so vom Mund. Mach mal.
Warte, hör mal auf, du irritierst mich gerade. Mach mal die Dings lila, grün, rot, grün. Mit dem Roboter. Lila, grün, rot, grün. Guck dir das an, ein schöner Sonnenaufgang. Mach jetzt lila, grün, rot, grün. Lila. Grün, rot, grün. Grün. Rot. Geht so langsam leider. Grün. Was passiert? Oh mein Gott, bin ich schlau. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, ehrlich gesagt. Ist bei dir jetzt eine Pflanze entstanden in der Zukunft? Ja, ja, bei mir ist eine Pflanze gewachsen, Mann. Oh, geil. Ja, ich habe es irgendwie hinbekommen. Wie habe ich das weggekürzt? Jetzt muss ich meine eigene Logik verstehen. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Oh nein, also ich mag sowas. Also nee, ich mag sowas nicht. Warte, lila, grün, rot, grün. Ich habe einfach nur gesehen, dass sich das Gelbe aufgehoben hat durch das Beispiel. Das Gelbe hat sich aufgehoben. Gelb kannst du aufheben. Ich weiß noch nicht, was. Ich habe euch alle angegeht. Gähnt. Ihr Arschkaxen. Hm? Ich weiß, dass du rot, wenn du rot hast und dann grün hinzufügst, hebt sich gelb auf. Wenn du dann wieder rot hinzufügst, kann es wieder gelb werden. Aber wie ist es bei den anderen Sachen? Oh mein Gott, es steht da. Okay. Okay, ich mache erstmal weiter. Siehst du den in der ersten Reihe, die du da zu stehen hast, bei der Tür? Hm. Wenn du da in der Mitte stehst, da ist ein lilaner Blumentopf. Also innen drinne, wo der Gulli ist. Da in der ersten Reihe ist ein lilaner Blumentopf. Ja. Klingel mal. Genau. Das ist. Da bringen wir den Roboter hin, dann musst du es machen. Das ist Locus Tae Tossi Kios oder so. Keine Ahnung. Das ist so Pussy. Sie sind fleischfressende Pflanzen, die parasitär sind und gerne im Wasser leben. Also die sind Carnivore, parasitär, aquatik, giftig, toxik und radioaktiv. Hm. Und Liquids hat man zur Verfügung zweimal grün, zweimal gelb, dreimal rot, einmal blau und zweimal lila. Toll! Jetzt kommt die hohe Kunst, Alter. Das ist gefühlt wie Chemieunterricht. Ich hasse Chemie. Ich brauche nicht dich. Zweimal grün. Zweimal yellow? Denken Sie überhaupt mit? Nein, weil ich nicht das sehe, was du siehst, wahrscheinlich. Einmal rot? Ja, aber du siehst die Liste mit. Ich sehe die Liste. Zweimal P. Okay, kannst du schon mal umkreisen. Carnivore? Also, haben sie umkreist? Bist du das nicht? Ich sag dir das gerade an. Ich frag dich, wie dein Status ist, ob du fertig mit umkreisen bist. Ach so, ja, was? Den Parasitär. Nein, 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 das erste, was? Carnivore. Ja. Parasit. Warte kurz, ich muss es schön machen. Du musst jetzt keine Schwänze malen. Nein, mach ich nicht. Parasitiker, so. Ja, ja. Aquatik. Aquatik. Ja, Aquaposotiso. Poisonus mit Po. Also. Denn toxik. Wie unsere Beziehung, dann Toxicanico. Ja. Dann radioactive. I'm breathing in the chemicals. Okay.
Was ist mit dir? Jetzt machen wir richtig hier. Kennst du den Song nicht? Okay. Warte, ich muss jetzt angucken, was zuerst kommt. Also. Zuerst die Carnivores, dann die Parasitics. Die, ja, gelb zu lila. Warte, Aquatic. Dann. Anivoise. Po. Pa. Fifo, Fifo, Fam. To. Und ein Rad. Wenn du Rad hast, musst du Nuka Cola trinken. Du rennt ja nur noch voll auf Schippe. So. Ich weiß nicht, was ich wegkürzen muss. Also ich glaube, bei der Formel muss zum Schluss reinkommen, zweimal grün, zweimal gelb, dreimal rot, einmal blau, zweimal lila. Wir haben momentan dreimal lila da drinne. Das heißt, einmal lila muss weg. Also in der Formel haben wir zweimal lila, zweimal purple. Sehe ich gerade, dann brauchen wir... Keine Ahnung, wie du das machst, wie du das Rätsel irgendwie grün. Löst. Aber geil, so. Dreimal grün, wir brauchen zweimal grün. Wir brauchen, was ist das? Yellow. Yellow haben wir zweimal. Denn was brauchen wir noch? Red. Wie viel brauchen wir Red? Das heißt dreimal Red. Abo. Abo. Geht's dir gut? Ready. Das haben wir dreimal. Okay, dreimal rot, ja. Blau. Warum brauchen wir einmal? Weil radioaktiv. Popel. Popel haben wir viermal. Purple brauchen wir dreimal. Popel? Ist ja eklig. Die zweimal brauchen wir. Und wie viel haben wir drin? Viermal. Das ist ja eklig. Ich hab mich grad, was zum Fick habe ich mich hier gerade aufgeschrieben? Also grün, wie viel grün haben wir da insgesamt drin? 1, 2, 3, 4. Viermal haben wir grün drin. Ja, okay, was haben wir? Yellow haben wir da drin. 1, 2, 3 mal. Wie sie es versucht, das Rätsel zu lösen. Ja. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich glaube, das ist das, was im Buch steht, ist das, was rauskommen soll. Das, was da drin ist, ist das, was in den Pflanzen in sich drin ist und was wir durch die Chemikalien wegkürzen sollen. Und so weit habe ich insofern hab ich das verstanden. Was haben wir noch? Rot, Blau, Puppel. Blau muss einmal drin sein. Blau haben wir in der Formel auch einmal. Rot haben wir in der Formel 1, 2, 3 mal. Lila haben wir 1, 2, 3, 4 mal. So, und das, was wir jetzt rausfinden müssen, ist das, ja, in welcher Reihenfolge das sein muss. Poisonous Aquatic. Aquatic ist das. Was haben die da als Beispiel genommen, Alter? Ich will mir das Beispiel genauer angucken, wenn ich weiß, was das ist. Belongs to the family and parasitic plants. Alter, dass du das Buch nicht vor dir hast, ist so kacke. Aber halt ein Zettel von dem Buch wahrscheinlich. Das sieht aus wie eine ausgerissene Seite. Index. Steht da alles drin? Da steht halt, was ich alles brauche für Farben. Von welcher zu welcher Farbe für Parasitik zum Beispiel. Das wäre nett, wenn du mir das sowas mal vorher sagen würdest. Das würde mein Leben ein bisschen einfacher machen, Kaixo. Was brauchst du denn? Deine Mutter. Ah. Ja, ich brauche eine fucking Menge. Vor allem die Pflanze ist so fucking groß. Ja, das Problem ist, sie ist irgendwie Carnivore, sie ist parasitär.
sie ist aquatik, sie ist poisonous, sie ist toxic, sie ist rad. Gibt es eine Reihenfolge, welche Pflanze die zuerst sein muss? Ja, habe ich mir aufgeschrieben, Carnivore. Okay. Eigentlich voll easy. Was muss als zweites sein? Parasitär. Du hast einen Stift und ein Papier, ja? Man munkelt. Schreib auf gelb, grün. G. Gelb. Grün, ja? Was muss als nächstes nach Parasitik? Aquatik. Rot, gelb. Aufschreiben. Rot. Gelb. Warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Danach? Poisonous. Grün, rot. Grün, rot. Warte. Grün, rot, grün. Ja. Grün, rot, grün. Ja. Ja. Was kommt danach? Toxic. Rot, gelb. Ja. Was kommt danach? Radioactive breathing in the chemicals. Lila, blau, lila. Lila. Blau. Lila. Okay. Warte mal, wenn man zwei Farben übereinander hat, dann muss man nur einmal von der Farbe haben, nicht wahr? Ja. Ah, dann habe ich es falsch gemacht. Dann müssen wir nochmal machen. Ja! Also, gelb, lila. Gelb, lila, ja. Was kommt danach, nach Carnivores? Parasitär. Dann, grün. Was? Gelb, lila, grün, oder was? Nein, also gelb, lila, grün, genau, insgesamt. Jetzt, ja. Danach Parasitik. Aquatik. Rot-gelb. Ja. Danach? Poisonous. Hier ist wohl gerade Aquatik gewesen, ne? Ja. Grün, rot, grün. Danach? Kommt was? Nach Poisonous? Toxic. Rot, gelb. Ja. Danach? Radiation. Lila, blau, lila. Gut, also, ja. So, jetzt sag mir die Farben nochmal von Anfang bis Ende jetzt, langsam. Wir brauchen. Ja, wie ich dir gerade gesagt habe, wie ich die Farben gerade genannt habe, genau so jetzt runterrasseln. Aber langsam. Gelb? Lila. Warte. Gelb. Lila. Grün. Ja. Weiter. Rot. Rot. Gelb. Grün. Rot. Rot. Gelb. Ja. Was danach? Grün. Rot. Grün. Rot. Danach? Ich weiß jetzt nicht, habe ich da davon grün, rot gesagt habe. Ich sag's nochmal von Anfang an. Also gelb, lila, grün, rot, gelb, grün, rot. Grün, rot.
denn gelb? Denn lila, warte. Blau? Gelb. Dann? Lila, blau, lila. Lila. Blau. Und das war's dann. Lila. Ja. Soll ich jetzt auf das Wasserzeichen draufklicken? Naja, musst du ja. Ich würde aber nicht hinkommen, ich sag dir so, wie das ist. Hast du was gemacht? Nein, natürlich nicht, weil es nicht gekürzt ist. Ja, aber ich hab's so gekürzt. Du hast es offensichtlich falsch gekürzt. Es muss. Nein, doppelte Farben habe ich nur einmal gemacht. Es muss gegossen werden mit zweimal grün. Zum Schluss muss es basically rauskommen, nicht in der Reihenfolge, aber nur die Flüssigkeiten müssen quasi da sein. Zweimal grün, zweimal gelb, dreimal rot, einmal blau und zweimal lila. Soll ich jetzt so reinmachen? Nicht funktioniert, aber bitte. Na, also muss mir sagen, was funktioniert. Ich sehe nicht, wie du das kürzt. Ich sehe diese Kürzungsseite von dir nicht. Und das ist das Doofe. Du bist ja, quasi. Okay. Lass mal das Spiel jetzt einfach erstmal. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich doof. Tja, aber es ist schon 21 Uhr oder später. Warte mal ganz kurz. Aquatic Poisonous. Hä? Ja, Black ist sowas wie reverts the effect of previous liquid combination example. Man kann die Sachen auch noch, entweder heißt es revert komplett zu Anfang oder, nee, das andere wäre invert. Ja, lassen wir das. Ich gucke mir davon ein YouTube-Tutorial an. Ich habe das so gemacht, wie da auf der Liste steht, mit dem Beispiel. Ja, alles gut. Du, ich gehe jetzt auch nicht so davon aus, dass du jetzt einen großartigen Fehler gemacht hast, aber das sind halt zu viele Sachen da. Die müssen alle mal weggekürzt werden. Hm. Und umgedreht werden. Hm. Gut. Dann haben wir das Spiel erstmal nur angetestet. Ist ein Hardcore-Rätselspiel, wenn man gerade gesehen hat. Wäre nichts für mich und Jesse. Wir müssen uns permanent nur. Disconnect. Achso, du bist rausgegangen. Wir müssen uns permanent nur anstrengen und denken. Und das ist. Kann sehr, wie man sieht, sehr stressig sein. Das ist ein Hardcore-Puzzle-Game. Wäre nichts für uns, weil das ist zu Hardcore-Puzzle. Das ist nur Puzzle. Das Spiel besteht nur aus Puzzle. Wir müssen theoretisch alle Räume jetzt abgehen in der gesamten Villa und alle Puzzle, alle Rätsel und dann immer jedes Mal ein anderes Rätsel. Das ist ein bisschen, würde jetzt über noch weiteren 2-3 Stunden hinweg durchgehen. Wir haben es jetzt erstmal angetestet. Gut ist. Wir gehen jetzt raus. Monster Hunter Now spielen. Ich wünsche euch allen, die zugeguckt haben, bis hierhin Dankeschön und auch noch einen schönen Abend. Oder Nachmittag, oder Morgen, wie auch immer. Oder Nacht. Ciao.